Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute eine aufgeregte Debatte hier. Das schrille Panikorchester, zeitweise von rechts als auch von links, spielte wieder kräftig auf, klang schräg, klang auch zeitweise ziemlich schief und einige Dinge waren auch schlichtweg falsch. Allen hier muss klar sein, Gesetze und Grenzwerte sind nicht verhandelbar. Wir haben geltende Grenzwerte. Und daran haben wir uns auch zu halten. Und ich denke, darin sind wir uns hier jedenfalls mehrheitlich im Parlament einig, bis auf die Kollegen der AfD. Und das war es dann auch heute zur AfD von meiner Seite. Lieber kümmere ich mich da um meine Lieblingskollegen. Die sind mir irgendwie in den letzten Wochen ein Stück weit vertrauter geworden, lieber Oliver Krischer. Lieber Olli, warum habt ihr euch dann in den letzten Tagen und Wochen wieder so verändert? Als ihr noch im Jamaika-Modus wart, da war doch alles gut. Da haben wir uns in den letzten Wochen häufig unterhalten auf den Fluren. Sachorientiert, konstruktiv, echte Lösungen waren greifbar. Und jetzt wieder stumpfer Oppositionsmodus mit antrainierten Reflexen, wie man es kannte. Mal unter uns. Ja, wir haben Überschreitungen von Grenzwerten. Die sind aber nicht flächendeckend. Die sind punktuell. Und sie werden auch nicht mehr, sondern sie werden immer weniger. Und das sind nur einzelne Straßenabschnitte. Das ist schlimm genug, überhaupt gar keine Frage für die Anwohner. Aber tun wir doch bitte nicht so, als sei ganz München, Stuttgart oder Hamburg flächendeckend mit Stickoxiden verseucht. Lass die Kirche doch bitte im Dorf, erzählt den Menschen da draußen doch keinen Unsinn. Das verunsichert Millionen von Menschen in diesem Land und das ist totale Panikmache, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ein konkretes Beispiel möchte ich mir hier nur herausgreifen. Die Landshuter Allee in München. Ja, da gibt es eine Überschreitung. Aber das ist auch kein Wunder. Mit täglich 130.000 Fahrzeugen ist es eine der meistbefahrensten innenstädtischen Straßen Europas. Und ganz viele Pendler kommen aus den ländlichen Räumen nach München hineingefahren. Und Fakt ist aber eben auch, 60 Meter von der Landshuter Allee, von der Messstelle entfernt, da gibt es überhaupt gar keine Überschreitungen mehr. Und wenn da erst einmal die neuen Euro 6 Dieselfahrzeuge, Euro 6 D-Diesel fahren, dann wird es dort auch überhaupt gar keine Überschreitungen mehr geben. Wir sind auf einem guten Weg. Die Maßnahmen wirken. Der Weg ist fortgeschrieben. Und die Luftbelastung wird zurückgehen. Und das müssen wir jetzt beschleunigen. Da muss der Innovationsmotor jetzt kräftig Fahrt aufnehmen. Und ja, das ist auch eine Riesenchance. Es stehen 1 Milliarde Euro bereit für neue Logistiksysteme, für Elektromobilität im Nahverkehr, für Wasserstoff, genau, für Digitalisierung, für neue Techniken der Abgasminderung, also für echte Zukunftstechnologien und Zukunftsinnovationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und was mich persönlich traurig, wütend, ja so richtig wütend macht, das sind Aktionen wie von dem grünen Umweltsenator, der aus PR-Gründen gleich mal Verbotsschilder bestellt, Hauptsache es in die Bildschlagzeile zu schaffen. Ich sage Ihnen, das ist verantwortungslos. Da geht es nicht um Grenzwerte. Das ist ein ideologischer Kampf gegen den Verbrennungsmotor. Das ist Eigen-PR auf dem Rücken von Angestellten, auf dem Rücken von Krankenschwestern, Polizeibeamten, denen man den VW-Golf wegnehmen will. Und das wollen wir nicht. Und das ist verantwortungslos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschen, die aus den Vororten in die
Großstädte pendeln müssen. Die sind auf ihre Fahrzeuge angewiesen. Und wenn es Ihnen, Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wirklich um eine nachhaltige Verringerung der Stickoxidemissionen geht, warum blockieren Sie dann systematisch Pläne für Umfahrungs- und Ausweichstraßen oder auch für neue U-Bahn-Linien wie in München? Warum ist irgendwelches Krötengetier dann jedes Mal wichtiger als saubere Luft in unseren Innenstädten? Warum sind Sie immer so laut, wenn es um bürgerfeindliche Verbote geht? Und so leise, lieber Olli Krischer, und so leise, wenn es um umweltfreundliche Innovationen geht, wie zum Beispiel die Euro 6 Dieselnorm. Darf ich Sie ganz leise an die Redezeit erinnern? Ich will zum Schluss kommen, liebe Frau Präsidentin. Eine Umweltpolitik, die auf Verbote und Bevormundungen der Menschen setzt, passt einfach nicht mehr in die Zeit. Flächendeckende Fahrverbote sind für uns kaltherzige Enteignungen. Die wird es mit uns nicht geben. Wir wollen keine blauen Plaketten. Wir wollen Innovation und Selbstbestimmung. Und dafür kämpfen wir. Ich will, dass Sie jetzt wirklich zum Ende kommen. Und dafür kämpfen wir. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch der Schluss meiner Rede. Wir beschließen den Tag, wie wir ihn heute begonnen haben. Auf Initiative der AfD. Ein Wort somit zur deutschen Sprache als Kulturgut. Meine sehr geehrten Damen und Herren aller im Parlament vertretenen Parteien, ein Zitat eines Freundes Peter. Ich zitiere: Wer mit Fremdworten nicht konfekt ist, sollte nicht damit renovieren. Ansonsten muss er die Konsonanten ziehen. Vielen Dank.